Jugendmedientag beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Schülerinnen und Schüler aus Ahrensburg und Rheinfeld sind heute beim NDR zu Gast, um die Arbeit einer Nachrichtenredaktion kennenzulernen. Weil NDR Info dann einen Sportblock hat. 9.30 Uhr, Redaktionskonferenz von NDR Info. Hier werden die Themen des Tages besprochen und die Aufgaben verteilt. Oder nochmal ein Interview anzufragen, entweder mit Pistorius oder mit. Die Schülerinnen und Schüler dürfen selbst einen Beitrag produzieren. Dafür interviewen sie Juliane Möcklinghoff. Sie arbeitet beim NDR als Moderatorin. Es war erstmal gar nicht mein Wunsch, sondern ich bin da reingerutscht. Ich bin quasi gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte und bin dann getestet worden in einem Casting. Und dann hat es Spaß gemacht und dann bin ich den Weg irgendwie weitergegangen. Juliane Möcklinghoff ist beim NDR eigentlich als Reporterin ausgebildet worden. Sie hat sich bewusst für das Arbeiten beim Norddeutschen Rundfunk entschieden. Das Besondere ist, dass es öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und dass das für mich eigentlich die Medien sind, die ja für Unabhängigkeit stehen und für ausgewogene Arbeit, für vielfältige Arbeit. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, gerade in Zeiten, in denen es immer lauter wird. Fragen zum journalistischen Arbeiten stellen, den Redaktionsalltag aus der Nähe beobachten, selbst drehen, schneiden, texten. Und dann, weil das ist das. Den Beitrag hat das Team in gerade einmal 2 Stunden geschafft. Eine tolle Leistung beim Jugendmedientag des NDR.